Examensplaner. So setzt du deine Schwerpunkte im Steuerberater-Examen richtig. Die richtige Planung ist ein fundamental wichtiger Baustein für den Prüfungserfolg im Steuerberater-Examen. Leider passieren hier im Vorwege bereits, bevor die Prüfung gestartet ist, bei vielen Prüflingen leider eklatante Fehler. Welche Punkte du auf jeden Fall beachten und auf der anderen Seite unbedingt vermeiden solltest, das besprechen wir in dem heutigen Video. Viel Spaß dabei! Und damit herzlich willkommen. Mein Name ist Marlo Steinecke. Ich bin der fachliche Leiter der ESA Examensvorbereitung, der Nummer 1 digitalen Bildungseinrichtung für das Steuerberaterexamen. Heute geht es um die Examensplanung. Wie setzt du deine Schwerpunkte richtig? Dass du dir darüber Gedanken machst, ist vollkommen nachvollziehbar oder sogar positiv zu erwähnen, weil einige das natürlich von vornherein gar nicht mit auf dem Schirm haben. Aber hier passieren, wie einleitend schon erwähnt, immer wieder eklatante Fehler, die du unbedingt vermeiden solltest. Was ist die erste Frage, die du dir stellen solltest hinsichtlich der Planung? Was ist denn die Grundlage für eine erfolgreiche, positive Planung? Du brauchst erstmal grundlegend Informationen. Welche besprechen wir gleich? Viele Prüflinge gehen einher und planen ihre Vorbereitung auf Basis von irgendwelchen Kursen. Das heißt, da findet keine inhaltliche Planung statt, sondern ich habe hier verschiedene Kurse zur Auswahl. Dann mache ich in dem Zeitraum den Klausurenkurs, hier mache ich den Technik- und Stoffvermittlungskurs und schreibe ich hier nochmal Klausuren und mache hier nochmal ein Probeexamen. Aber das ist keine inhaltliche Planung, das ist eine reine organisatorische Planung auf Basis von Kursen. Das hat nichts mit inhaltlicher Planung zu tun, ganz, ganz entscheidend, weil du musst dir inhaltlich immer die Frage stellen, welches Ziel will ich erreichen, also wo will ich hinkommen und schaffe ich das mit dem gewählten Medium? Das heißt, bringt mich der Kurs in dem Fall dann zum gewünschten Ziel? Und viel, viel wichtiger ist eben, dass du inhaltlich eine Planung machst. Wo startest du? Wo willst du hin? Was brauchst du dafür? Und das ist eben auch der entscheidende Punkt. Denn wenn du sagst, ich möchte mein Examen planen, ich möchte wissen, wann ich was wie machen soll, dann ist ganz, ganz entscheidend, dass du dir zu Beginn der Vorbereitung erstmal diese Informationen beschaffst. Und wie geht das? Mit einer fachlichen und methodischen Analyse. So machen wir das bei uns bei der ESH. Das heißt, wichtige Informationen für dich, wenn du noch gar keine Analyse gemacht hast, das heißt, wenn bei deinem Anbieter gar keine Analyse mit dir macht und schon plant, wann du welche inhaltlichen Schwerpunkte setzen sollst, dann kannst du es gleich in die Tonne treten, wie man so schön sagt, denn ohne diese Informationen, wo du sozusagen inhaltlich ansetzen musst, kannst du ja gar nicht planen, weil du kannst ja nicht inhaltlich einen Schwerpunkt setzen, wann du dich mit welchem Thema auseinandersetzt, wenn das gar nicht vorher analysiert wird. Das heißt, achte darauf, dass am Anfang eine vollumfängliche Analyse stattfindet, das heißt fachlich über alle Themenbereiche hinweg. Wo stehst du wirklich wissenstechnisch? Welches Wissen bringst du schon mit? Und angeknüpft daran, das Methodische heißt, welche klausurtechnischen, taktischen Fertigkeiten bringst du bereits mit? Welche Klausurerfahrung hast du schon gesammelt? Etc. Das ist die methodische Analyse, die du natürlich auch anschauen musst, neben den ganzen lernstrategischen Punkten, die ich jetzt einmal hier aus Zeitgründen außen vor lasse. Das ist sicherlich dein eigenes Video. Heißt, es muss erstmal vollumfänglich analysiert werden. Du brauchst eine Informationsgrundlage und dann kannst du erst in die Planung gehen. Das heißt, wenn du, bevor du überhaupt gestartet bist, kannst du sozusagen gar nicht vollumfänglich planen, keine inhaltlichen Schwerpunkte setzen, weil diese Information dir fehlt. Das als Grundlage für eine erfolgreiche Planung. Wenn du das gemacht hast, was ist denn das Ergebnis daraus? Dann sollte daraus abgeleitet werden können, welche Phasen es in deiner Vorbereitung geben sollte. Das heißt, Stoffvermittlung, in welchem Umfang, wann setzt du sozusagen generell von der Planung her mit der Klausurarbeit ein, in welchem Umfang, welche Art von Klausuren brauchst du, zu welchem Zeitpunkt. Heißt, das Ergebnis ist eine grobe Phasenübersicht, was, wann, in welcher Reihenfolge in der Vorbereitung auf dich zukommen. Hier jetzt einmal exemplarisch mit drei Phasen dargestellt. Da gibt es in der Regel natürlich deutlich mehr. Und wenn es diese Phasen gibt, das heißt klar ersichtlich ist, wann du was machst, von der Grundüberlegung her, das heißt, wie gesagt, zum Beispiel oberflächlich dargestellt Stoffvermittlung in der ersten Phase, wenn du relativ bei Null anfängst, dann kann man in diese erste Phase reingehen, die natürlich dann zu Beginn der Vorbereitung stattfindet und in die Detailplanung einsteigen. Das heißt, dann auf Basis der Analyse, auf Basis der Gesamtvorbereitung geht es dann in die ganz detaillierte Planung. Und das ist der entscheidende Unterschied. Du kannst nicht deine gesamte Vorbereitung im Vorwege im Detail planen.
weil das ist definitiv nicht statisch vorhersehbar, wann du was wie sozusagen wirst machen können, weil du die Probleme, die im Rahmen der Zeit sozusagen aufkommen oder im Laufe der Zeit, gar nicht vollumfänglich absehen kannst. Das ist der erste Punkt, plus das Thema Ausfallzeiten, dass du mal krank bist, dass du vielleicht mal eine Phase hast, wo es nicht so gut läuft, du länger brauchst für ein Thema, nicht so motiviert bist oder irgendwas anderes dazwischen kommt, mal der Job etc., dann ist es halt wichtig, dass das Ganze permanent angepasst wird. Und das sind auch die entsprechenden Schritte. Du planst eine Phase sozusagen generell detailliert, so detailliert wie möglich, und dann geht es natürlich in die Umsetzung. Und das kann nichts heißen, einmal geplant, sobald ich den Plan nicht mehr einhalten kann, ist es egal, weil ich versuche, den Plan dann wieder zu jagen, irgendwie einzuholen. Das klappt meistens nicht. Heißt, in der Umsetzung entstehen Probleme und deswegen brauchst du ein permanentes Controlling, eine permanente Analyse, um auf den Punkt zurückzukommen, um permanente Anpassungen vorzunehmen innerhalb der Phase und auch anschließend für die nächsten Phasen. Deswegen auch der Leitsatz, der entscheidende Punkt: Planung ist niemals statisch, sondern immer dynamisch in der Examensvorbereitung, weil zu viele Eventualitäten in die Gleichung mit reinspielen. Und deswegen ist das ein Kreislauf, den ich hier auch nochmal grafisch eingezeichnet habe. Detailplanung, Umsetzung, bei der Umsetzung permanentes Auswerten, Kontrollen, Anpassen, Analyse. Bin ich schon auf dem Niveau, muss ich doch nochmal nachjustieren, muss ich sozusagen tiefer reingehen in manche Themen, muss ich mehr in die Anwendung gehen. Das sind sozusagen dann Ergebnisse und Überlegungen, die natürlich nicht aufhören oder einmal vor der Vorbereitung angestellt werden, sondern permanent. Und hier geht es, wie gesagt, nicht um Kurse, sondern um Inhalte. Das ist ein entscheidender Unterschied. Und so geht es dann von Phase zu Phase, die natürlich dann auch eventuell sich verschieben können, angepasst werden müssen, je nachdem, was hier dann in diesem jeweiligen Kreislauf dabei rauskommt und rumkommt. Und deswegen kannst du es oder solltest du auf keinen Fall statisch planen, nicht nach Kursen planen, sondern eben nach inhaltlichem Vorgehen. Und der entscheidendste Punkt: Du kannst keine inhaltlichen Schwerpunkte setzen. Das ist dann kein persönlicher, individueller Schwerpunkt, sondern das ist dann irgendein oberflächlicher, allgemeiner Schwerpunkt. Der hat aber nichts mit dir und deiner Situation zu tun. Denn wenn es deine Situation nicht klar gibt, nicht klar ersichtlich ist, welche Stärken und Schwächen du mitbringst, dann ist es nicht dein persönlicher Schwerpunkt, sondern, wie eben schon gesagt, ein allgemeiner. Wenn du das auch in deine Vorbereitung implementieren möchtest, dann stehen wir dir natürlich gerne zur Verfügung bei der ESH. Melde dich dafür gerne für ein kostenloses Erstgespräch. Den Link dazu blenden wir unter dem Video ein. Und dort findest du dann in diesem Beratungsgespräch mit unserem Strategieexperten in 60 Minuten 1:1 heraus, was genau brauchst du in deiner Vorbereitung, wie setzen wir das ganz konkret für dich um, wie sieht das in deiner Situation aus und wie machen wir auch die ganzen anderen Teile, die notwendig sind, um im Steuerberaterexamen erfolgreich zu sein. Vielen Dank, dass du bis zum Ende mit dabei gewesen bist. Wir sehen uns hoffentlich auch im kommenden Video wieder. Bis dahin, dein Marlo.